Es gibt Menschen, denen ist der eigene Körper nicht gut genug. Selbstoptimierung. Mehr leisten, gesund sein, sportlich, stark. Perfekter Körper, perfekter Geist. Klingt super, ist aber auch ein ganz schöner Druck. Du musst ja immer auch besser werden vom Gewicht. Vor allem, wenn du Vorbereitungen für die Meisterschaften hast. Der Wunsch nach dem perfekten Ich ist in den letzten Jahren immer präsenter geworden. Ich habe mehr Power, ich habe ein besseres Immunsystem. Es gibt wirklich das, was ich brauche und das im Kopf habe, die positiven Sachen. Doch wie viel Selbstoptimierung verträgt der Mensch? Nee, ich kann das nicht. Die Frage ist halt da immer, was bedeutet Selbstoptimierung für mich? Weil ich finde, Selbstoptimierung hat so einen Anklang von, ich bin noch nicht gut genug. Ich bin Gina Röhl und ich frage mich, wann bin ich eigentlich gut genug und geht da noch was? Meine Prothese ermöglicht mir im Alltag vieles. Aber einen gesunden Arm ersetzt sie nicht. Und gerade für Menschen mit Behinderung ist vielleicht der Drang zum Selbstoptimieren noch mal stärker. Ich zum Beispiel treibe regelmäßig Sport, um fitter zu werden und meine Figur zu optimieren. Immer dabei habe ich meine Smartwatch als Fitness-Tracker. Die misst nicht nur meine Herzfrequenz oder meine Schritte, sondern speichert auch meine sportlichen Leistungen. Und das wiederum spornt mich dann an, meine nächsten Ziele noch höher zu setzen. Ich habe von einem Trend der Selbstoptimierung gehört. Biohacking. Doch was ist das? Das will ich herausfinden und fahre deshalb zum Biohacking-Kongress nach Bad Dürheim im Schwarzwald. Seit 100 Jahren ist die Gemeinde Kurort und seit 2 Jahren Heimat der Biohacker. Eintauchen und aufatmen. Mit Biohacking dein natürliches Potenzial entfalten. Das steht zumindest auf der Webseite des Kongresses. Und ich möchte mir das jetzt mal genauer anschauen. Ist das dann also nur Kur neu verpackt? Oder was ist das Neue? Also Biohacking kurz erklärt, wir optimieren unsere Gesundheit. Biohacker möchten immer wissenschaftlich belegt haben, sie möchten Studien haben und die möchten verstehen, was passiert, während ich Yoga mache, was passiert in meinem Körper, während ich dieses Breathwork mache oder was passiert im Körper, wenn ich im Eisbad bin. Das hört sich ganz schön theoretisch an. Was meint das denn konkret? Das will mir Katrin Anna Ziegler am Beispiel des Eisbadens zeigen. Oh, ich glaube, ich kann das nicht, wenn ich das jetzt schon sehe. Ne? Wir müssen jetzt nur ein bisschen leiser sein, weil die konzentrieren sich jetzt gerade hier. Auf die Atmung. Und es ist einfach auch, kannst du jetzt auch gern zuschauen, what's going on? Wie es aussieht, geht es hier nicht nur um ein Bad im Eis, sondern auch ums richtige Atmen. Aber warum? Damit kennt sich Patrick Bohl ja aus. Der 51-Jährige will mir bei meinem ersten Eisbad helfen. Wir gehen jetzt Eisbaden. Ja, sehr gerne. Ja. Wir begleiten einander mit dem coolen Instruktorenteam. Hi. Und dann werden wir das zusammen rocken. Genau. Mein Name ist Patrick Boya, aber alle nennen mich Cool Bear. Durch eine Burnout-Erkrankung vor 2 Jahren wurde mein Leben total auf den Kopf gestellt. Biohacks wie das Eisbaden oder verschiedene Atemtechniken haben mich wieder zurück ins Leben geholt. Aber das war gar nicht so einfach. Wie oft machst du das denn? Es reicht ja jetzt nicht, das einmal zu machen, oder? Genau. Also im Winter täglich, jeden Tag, genau. Und im Sommer ist natürlich schwieriger, weil es natürlich nicht Eis überall hast. 2 bis 3 Mal in der Woche ist gut. Weil du hast eigentlich vom Effekt, vom Euphorie und alles, was du hast, ist eigentlich der ganze Effekt bleibt 2 bis 3 Tage bestehen. Und das würde eigentlich alle zwei, drei Tage genügen. Genau. Und natürlich tägliches Duschen, wenn du nicht ins Eis kannst, ist natürlich auch ein guter Einstieg und gute Ergänzung. Kalt duschen also. Genau, genau. Das kann ich ganz schlecht und dann glaube ich, das ist noch ein bisschen schwieriger. Glaube ich nicht. Wir können das wirklich mit der Atmung. Wichtig, fast 80% oder mehr ist der Mindset-Fokus, sich zu fokussieren. Das Wasser wird kalt,
Das musst du wissen. Aber du kannst dann den positiven Effekt, wenn du dir vorstellst, was bringt mir das? Ich habe mehr Power, ich habe ein besseres Immunsystem. Es gibt wirklich das, was ich brauche und das im Kopf habe, die positiven Sachen. Jetzt haben wir so viel drüber geredet, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal sehr gut, an, oder? Dann packen wir es an. Ich bin jetzt bereit. Sehr gut, dann keine Zeit verlieren, wir starten. Badesachen an, Prothese ab. Aber so schnell geht's dann doch nicht. Vor dem Eisbad wird erklärt, dass es vor allem auf Atemübungen danach ankommt. Und dann stellst du dir vor, dass du ein ganz schweres Gewicht hier hast in der Hand. Und das musst du dann so wegschieben. Kann ich aber nur nach rechts schieben. Das schiebst du nur nach rechts. Und nach links bewegst du einfach nur den Oberkörper. Okay. Weil es geht darum, dass die Beinmuskulatur aktiviert wird. Und dass die Rippenmuskulatur aktiviert und nachher auch Wärme produziert. Mhm. Ja? Und dann machst du einfach ganz langsam, es muss nicht schnell sein. Genau, sehr gut. Und das ist genau das, was wir machen, sobald du rauskommst. Bleibst du bitte fokussiert? Das Wasser hat eine Temperatur von 2 Grad Celsius. Für Patrick ist das Eisbaden total normal. Für mich ist es eine echte Herausforderung. Aber ich bin neugierig, denn Eisbaden soll glücklich machen. Das ist eine Tatsache. Du haust jetzt enorm viel Adrenalin und Cortisol, Noradrenalin und die ganze sogenannte Dose raus, Dopamin, Oxytocin, Serotonin und Endorphin. Das heißt, du bist jetzt high from your own supply. Das ist Biohacking, weil es einfach sehr schnell und effektiv dich runterfährt. Und in dem Moment, wo du ins Wasser eintauchst, hast du sofort die Benefits. Also sprich die ganzen Hormone, alles schießt nach oben, nur Adrenalin, Dopamin. Und es ist einfach da. Und so schnell, so viel, wüsste ich jetzt nicht mit einer anderen Methode, wie man das bekommt. Und das ist für mich Biohacking Deluxe. Du verlässt jetzt gleich deine Komfortzone und zwar auf extrem krasse Art. Ein Schritt, der mich große Überwindung kostet. Und auch wenn du dann dastehst und so den ersten Fuß reinstellst, dann kommt schon der erste, oh mein Gott. Why? Was mache ich denn eigentlich hier? Wer hatte diese blöde Idee? Und runter. Und ausatmen. Nicht zu lange atmen. Und runter. Und nicht zu schnell aus. Durch die vorher gelernten Atemübungen schaffe ich es, mich zu konzentrieren und meinen Körper zu beruhigen. Sehr gut. Das ist ja eine komplett neue Situation für den Körper. Und die ganz normale und gesunde Reaktion ist Alarm, Alarm, Lebensgefahr. Weil du drohst zu unterkühlen. Und dann passieren dann eben so Reaktionen wie diese Schnappatmung. Und deswegen sind wir einfach da und helfen dir, wieder runterzukommen. Du machst es super. Krass, ich gehe nicht mal kalt. Sehr gut. Ich versuche, den Fokus zu halten, die Kälte des Wassers auszublenden. Und das alles, damit mein Körper die versprochenen Glückshormone ausschüttet. Ganz ruhig. Bleib fokussiert. Spann die Schultern. Lass alles los. Übergib alles der Kälte. Lass einfach los. Sehr gut. Zittern ist wunderbar. Ist eine ganz normale, gute Schutzfunktion. Du kannst raus. Fertig? Super. Super. Sehr gut. Wahnsinn. Langsam.
Nicht länger als 2 Minuten darf für mich als Anfängerin das Baden im Eis dauern. Erfahrene Eisbader wie Patrick können durchaus länger. Diese Bewegungen nach dem Eisbaden sollen enorm wichtig sein, um den Körper wieder aufzuwärmen, erklärt man mir. Yes, jetzt darfst du jubilieren. Junge, wie krass bin ich! She did it! Yeah. Dankeschön! Das war gar nicht so schlimm. Das war, als ich da drin saß und dann realisiert habe, dass ich es gemacht habe, war das so, so wie kann keiner was. Und das war so krass. Genau. Dir kann keiner was. Was soll passieren? So, ich habe einfach angefangen zu lachen. Also so, weißt du, das war für mich so befreiend. Wunderbar. Das Eisbaden ist aber nicht das Einzige, was Patrick macht, um sich stetig selbst zu optimieren. Täglich nimmt er auf ihn persönlich abgestimmte Nahrungsergänzungsmittel zu sich, meditiert bis zu 20 Minuten lang und macht verschiedene Atemübungen. Also es war ja so, ich war ja in der Versicherungsbranche tätig und dort ist halt immer auch immer schneller, immer höher, immer mehr Ziele und da habe ich mit diesen Zielen und mit diesem Druck, mit diesem Stress hatte ich plötzlich Probleme. Also der Körper hat es gezeigt, indem ich so einen Druck auf die Brust bekommen habe, dann ein Räuspern, ein Husten und das ist dann übergegangen wie in eine Atemnot. Und von da an hat dann auch der Arzt gesagt, bis hierhin und nicht weiter und hat mir dann empfohlen, in die Klinik zu gehen. Diagnose? Burnout. In der Therapie lernt Patrick Biohacking kennen. Diese Optimierungen helfen mir einfach im Alltag. Auch wenn ich mal wieder in Stress komme, habe ich Ventile, die ich dann anwenden kann, um das zu minimieren oder sogar auszublenden. Es geht ihm also offenbar um clevere Praktiken für einen harmonischen Umgang mit dem eigenen Körper. Welchen Preis zahlt man denn für ein möglichst selbstoptimiertes Ich? Also da braucht man noch viel Disziplin, oder? Das ist richtig. Man braucht Disziplin, damit man das auch ausführen kann. Aber es ist kein Zwang. Also wenn es zum Zwang wird, dann ist es bereits zu viel oder zu falsch. Und man muss bei den Hacks auch schauen, dass man nicht alles miteinander machen will am Anfang, sondern dass man zuerst vielleicht anfängt mit Eisbaden, Atmung und dann alles Step by Step das ausführt. Weil wenn du am Anfang zu viel hast, schaltest du dann vom Kopf herab und sagst, es wird mir zu viel und dann hörst du auf. Patrick hat durch seine täglichen Routinen sein Wohlbefinden und seine allgemeine Gesundheit verbessert. Ein weiteres Ziel der Selbstoptimierung kann ein möglichst perfekter Körper sein. Michael Mikolai aus Bayern hat genau dafür jahrelang trainiert. Seine Disziplin? Kraftsport. Seine Welt sind Gewichte und Muskelaufbau. Mein Name ist Michael Mikolai. Für einen optimalen Körper habe ich lange Zeit alles gegeben. Viele und möglichst definierte Muskeln waren das Ziel. 2018 im sächsischen Eilenburg gewann er seinen ersten Pokal, deutscher Meister im Bankdrücken. Ja, das war schon was Besonderes, weil ich wusste, das Training hat sich rentiert. Es hat viel mit Training zu tun. Das war ja bei mir auch nicht so, dass ich gleich von Anfang an, sobald ich angefangen habe, dass ich die 90 Kilo oder die, sagen wir mal, 85 Kilo gedrückt habe. Also ich bin immer so, dass ich schon zeigen möchte, immer, was das in so einem Menschen wie mich mit Kleinwuchs mehr drin steckt, dass man mehr rausholen kann. Weil viele denken, ja, die Leute, die können nichts oder die sind schwer eingeschränkt und das Ganze. Aber somit kann man halt zeigen, dass man doch auch was drauf hat. 2018 wurde Michael sogar noch Europameister im Bankdrücken. Das Fitnessstudio war sein zweites Zuhause. Also ich bin immer täglich ins Studio gegangen, außer das Wochenende, das habe ich immer ausgelassen. Also mindestens eine Stunde, meistens immer so 1,5 Stunden. Ich hatte da immer meinen Ablauf.
weil du musst ja immer auch besser werden vom Gewicht. Ich meine, du wirst ja nicht von heute auf morgen gleich dieses Gewicht erreichen. Du steigerst dich ja immer besser und das Ganze. Du musst immer dahinter bleiben, vor allem wenn du Vorbereitungen für die Meisterschaften hast. Und das alles neben seiner Arbeit im Büro. Für seine Selbstoptimierung opfert Michael vor allem Zeit. Darunter leiden Familie und Freundschaften. Doch für ihn zählte nur eins. Vor allem in der Zeit, wo du weißt, die Vorbereitung für die Meisterschaft steht an. Das ist halt diese Zeit, die musst du nehmen und voll investieren in den Sport, weil du weißt ja, du bist darauf fokussiert auf die Meisterschaft, du hast ja nur eins im Kopf und danach kannst du ja dann wieder das Leben ein bisschen anders machen. Ja. Wenn du dich im Spiegel siehst, du weißt, du arbeitest an deinem Körper dran und dann, wenn du vor allem die Unterschiede immer dann siehst, dass es immer besser wird, dann ist es so wieder eine Motivation. Also ehrlich gesagt ist man nie zufrieden, man will immer besser aussehen und immer mehr haben von sich und genau, wenn man sich dann so anschaut, ist die Motivation höher, dass man wieder ins Studio gehen will. Michaels Ziel waren weitere Wettbewerbe. Er wollte über sich hinauswachsen. Doch dann wurde er krank. Schwer krank. Sein Körper ließ ihn im Stich. Der Grund dafür? Eine Erkrankung, die laut seinen Ärzten aber nichts mit seinem intensiven Training zu tun hatte. Gegen Ende 2019 hat sich mein Leben sehr verändert für mich, weil ich plötzlich erkrankt bin an sogenanntes Guillain-Barré-Syndrom. Das ist eine Autoimmunerkrankung. Das hat so angefangen mit kribbeligen Gefühlen in den Fingern und in den Zehen und bis hin zu einer Lähmung. Dein Immunsystem greift praktisch nicht nur die schlechten Bakterien an, sondern auch deine Nervenbahnen. Und somit werden die Nervenbahnen zerstört und somit leiten die nicht mehr weiter. Und die Extremitäten sind ohne Funktion. Ich konnte nicht mehr laufen und von der Stunde zu Stunde immer schlimmer, dass ich mich nicht mehr runterbeugen konnte oder mir die Socken oder die Hose anziehen. Es war ehrlich gesagt ein richtiger Schock. Kopf hat verrückt gespielt, weil man ja nicht wusste, was kommt. Dann weißt du nicht, ob das jetzt vorbei ist in deinem ganzen Leben. Ne? Und es kommt noch schlimmer. Michael fällt ins Koma, muss 7 Tage lang künstlich ernährt und beatmet werden. Ein halbes Jahr verbringt er im Krankenhaus. Das war wirklich schwer für mich. Also irgendwie, ja, ich habe damit nicht gerechnet und dass sowas überhaupt möglich ist, dass man so schnell seine Muskeln auch verlieren kann. Plötzlich konnte ich nichts mehr machen. 5 Monate lang Stillstand in seinem Leben. Doch Michael gibt nicht auf. Eine schwere Zeit, in der Familie und Freunde an seiner Seite standen. Er kämpft sich zurück ins Leben und muss dabei alles neu erlernen, auch das Laufen. Also wenn man so weit schon gekommen ist mit dem Sport oder mit dem Körperaufbau, dann denke ich mal, ist es für einen Menschen schwierig, dass man seinen anderen Körper, also das andere Aussehen vom Körper annehmen würde oder akzeptieren würde. Man will ja schließlich wieder zurück, weil man gesehen hat, es kommen Fortschritte, wenn man dran bleibt beim Sport macht. Heute treibt der 33-Jährige wieder regelmäßig Sport. Er will nicht nur zurück zu seiner alten Form, ja, sondern auch in einer neuen Sportart durchstarten. Ja, bereit fürs Training? Ja, voll. Let's go. Michaels Traum? Er will in den Boxring. 3 bis 4 Mal in der Woche treffen sich Michael und sein Trainer Biram zum gemeinsamen Boxtraining. Gehe sie 4 Mal um dein Handgelenk, 4 Mal oben an den Knöcheln, 1 Mal am Daumen und dann den Rest einfach wieder am Handgelenk. Das Boxenthema war immer früher schon so, aber ehrlich gesagt, ich habe mir das am Anfang immer nie zugetraut, weil ich mir gedacht habe, ob das mit meiner Körpergröße überhaupt funktioniert. Aber durch Social Media und so habe ich dann immer wieder Videos gesehen, wo ich mir gedacht habe, es ist ja doch möglich, dass auch ein Kleinwüchsiger ins Boxen gehen kann. Für sein neues Ziel gibt Michael wieder alles. Er trainiert fürs Boxen nicht nur seinen Körper, sondern lernt auch Stück für Stück die Kampftechnik. Ja, also erst rechts, dann links und dann runter. 1, 2, 3. 1, 2 und ausweichen. Und danach nochmal rechts gerade, okay? 1, 2 und jetzt machst du nur Aufwärtshaken, okay? Diagonal, also jetzt links.
Der Michael ist einer, der eigentlich auch sehr viel lernt. Ist ja jetzt kein Jüngerer, der vielleicht meine Wörter nicht so schnell zu sich nimmt. Ja, ansonsten ist eigentlich das Training gleich wie mit den anderen. Michael ist halt einer, der immer motiviert ist in seinem Training. Durch seine Erkrankung kennt Michael die Grenzen seiner Belastbarkeit. Ich bin nicht mehr so, wenn ich jetzt zum Beispiel Muskelkater habe oder eine leichte Verletzung, sage ich mal, dann mache ich nicht weiter. Früher habe ich da immer schon noch weitergemacht, aber jetzt bin ich da immer vorsichtiger, weil auch man doch Angst hat, dass man irgendwas wieder passiert. Selbstoptimierung ja, aber nicht um jeden Preis. Deshalb verzichtet er auch beim Sport bewusst auf das Messen seiner Biodaten. Sehr schön. Anderen Menschen geben aber genau diese Daten Sicherheit. Sie vermessen ihren Schlaf oder ihre Herzfrequenz, um sich zu optimieren. Dazu nutzen sie meist Smartwatches oder Ringe mit Sensoren. Es gibt aber auch andere technische Geräte, die den Körper optimieren sollen. Brillen zum Beispiel filtern blaues Licht, um den Körper bei Bildschirmarbeit zu schützen. Spezielle Lampen sollen durch rotes Licht das Schlafhormon Melatonin ausschütten. Hightech fürs optimale Ich, das schaue ich mir jetzt mal genauer an. Hallo, das sieht sehr krass aus. Was ist das? Das ist eine hyperbare Sauerstoffkammer. Das heißt, die Kammer wird unter Druck gesetzt und das fühlt sich an wie 5 Meter tief tauchen. Und währenddessen atmet man 97%igen Sauerstoff ein. Und was bringt mir das dann? Also was habe ich davon? Du löst sehr viel mehr Sauerstoff im Blut, im Plasma, und der diffundiert dann in deine Gewebe. Und alles, was auf Sauerstoff angewiesen ist, kann dann schneller und effizienter arbeiten. Wie läuft es jetzt ab ungefähr? Ich lege mich rein und dann? Genau, du legst dich rein, du entspannst dich, versuchst möglichst entspannt zu bleiben, damit dein Druckausgleich funktioniert. Und dann ist es so wie beim Tauchen. Also du machst über das Valsalva-Manöver oder über Kauen, Schlucken und Gähnen einen Druckausgleich, und danach kannst du einfach entspannen, 90 Minuten lang. Und wenn das jetzt zu viel für mich wäre, also sag ich mal, dann können wir jederzeit anhalten. Okay. Du kannst einstellen, wie schnell du abtauchst oder auch, dass du eine Pause machst. Genau. Ja gut, dann machen wir das. Ja, gut. Gerne. So, du kannst dich auch am Rahmen festhalten. Ist ein bisschen gruselig, aber ist okay. Links in der Tasche hast du eine Sauerstoffmaske. Mhm. Wenn du da drin bist, nur über die Maske kommt der Sauerstoff, und die Kammer wird immer gespült. Es ist immer frische Raumluft in der Kammer. Genau, kannst Platz nehmen. So, an der Stelle, ich weiß nicht, ob ich die Maske aufziehen will. Kurze Erklärung. Bei meinem Unfall musste ich immer Sauerstoff kriegen und das riecht sehr ähnlich. Das ist sehr unangenehm. Nee, ich kann das nicht. Oh, sorry. Hier komme ich an meine Grenzen. So, ich bin zurück, sorry. Das hat mich sehr an die Intensivstation und den Unfall erinnert. Also ich hatte das noch nicht, dass ich danach noch mal so eine Sauerstoffmaske anhatte und der Geruch und dann da so drin sein. Aber ihr habt bestimmt noch jemanden, wo ich mir das dann angucken kann. Das tut mir total leid. Alles klar, gut, danke. Ja. Vielleicht kann ich die Person, die nach mir dran ist, ausquetschen, wie es war. Ja, gerne, machen wir so. Ich habe jemanden auf der Warteliste, den hole ich jetzt ganz kurz. Okay. Genau, tut mir sehr leid. Alles könnt ihr nichts für, aber danke euch trotzdem. In der Kammer atmet man nahezu reinen Sauerstoff und ist einem Überdruck ausgesetzt. Durch diese Bedingungen löst sich laut Hersteller der Sauerstoff im Körper bis zum 20-fachen des Normalwertes. Dadurch sollen unter anderem der natürliche Heilungsprozess des Körpers und die Zellerneuerung optimiert werden. Dennoch ganz schön viel Aufwand. Und das kann sich auch nicht jeder zu Hause hinstellen. Denn so eine Kammer kostet so viel wie ein Kleinwagen. Ich lebe noch. Wie hat sich das angefühlt generell, als es so losging? War schön warm, du hast halt so ein bisschen so ein leichtes Rauschen im Hintergrund, und ich habe dir in die Augen zugemacht und habe einfach ein bisschen entspannt, wie so eine kleine Raumkapsel gefühlt hier. Ja, genau, ja.
Und jetzt, wie fühlst du, also dein Körper so jetzt so danach, merkst du das? Würdest du sagen, du spürst das schon irgendwie so? Boah, ich weiß nicht. Wahrscheinlich zu kurz, ne? Also ne, genau, vielleicht will ich jetzt auch nichts einbilden. Also vielleicht müsste ich das noch dann öfter und länger machen. Aber es ist auf jeden Fall, ja, ich fühle mich erholt. Also ganz, ganz locker. Die Menschen hier versuchen, sich mit Sauerstoff und Co. selbst zu optimieren. Das mache ich in irgendeiner Art und Weise ja auch mit meiner Prothese. Aber auch ich komme an meine Grenzen, weil die Prothese eben nicht ist wie eine echte Hand. Ich frage mich, wo sind die Grenzen der Selbstoptimierung? Um diese Frage zu beantworten, habe ich mich mit einer der bekanntesten Biohackerinnen weltweit verabredet. Sie ist Ärztin und kennt sich aus, wie man beispielsweise durch Ernährung und Sport das Optimum aus seinem Körper herausholen kann. Ich bin Dr. Simone Koch. Ich leite zwei große Praxen in Berlin und Leipzig mit dem Schwerpunkt Funktionelle Medizin. Und ich wurde von einer Fachzeitschrift zu einer der bekanntesten Biohacker weltweit gewählt. Ursprünglich kommt Biohacking aus den USA. Entstand dort in den 1980ern als eine Art Biologie zum Selbstaustüfteln. Bei uns ist das Thema noch relativ unbekannt. Kann der Mensch alles erreichen durch Selbstoptimierung oder durch Biohacking? Logischerweise nicht. Also, und das finde ich halt auch ganz, ganz wichtig in diesem Ganzen. Ich bin insgesamt kein Freund von diesem, du kannst alles werden oder sein, was du willst. Das ist einfach nicht wahr. Also es ist, wenn ich die geistige Kapazität nicht habe, um Quantenphysiker zu werden, werde ich niemals Quantenphysiker werden, egal wie sehr ich mir das wünsche. Ja. Deswegen mag ich das halt gar nicht. Und es gibt natürlich auch bei der Selbstoptimierung für alles Grenzen, also gerade bei Genetik. Und ich habe zum Beispiel auch Patienten, die kommen und dann machen wir halt und haben ganz, ganz schlechte Blutwerte, ganz schlechte Blutfette und so weiter. Und das, die kommen vielleicht aus einer Familie, wo jedes männliche Mitglied vor dem Alter von 50 verstorben ist. Und wenn ich habe einen Patienten, den betreue ich jetzt schon 10 Jahre, der ist jetzt 55. Und seine Blutwerte sind immer noch nicht gut, aber recht gut und einigermaßen gut. Ne? Sind immer noch nicht optimal, nicht mal im Normbereich, aber sind viel besser als am Anfang. Und er hat all seine männlichen Vorfahren um 10 Jahre überlebt. Das heißt, das ist schon ein enormer Erfolg. Und wenn er 65 wird oder vielleicht sogar 70, dann haben wir schon wahnsinnig viel erreicht. Man muss wahrscheinlich einfach mit Bedacht an das Ganze rangehen. Für mich liegt die Gesundheit und auch das optimierte Leben in der Balance. Nicht in dem am allerobersten Ende zu sein, sondern in der Balance. Und dass man sich eben mit sich selbst darin wohlfühlt. Was sind so die Möglichkeiten der Selbstoptimierung durch das Biohacking, auch zukünftig gesehen? Es wird wahrscheinlich demnächst Kontaktlinsen geben, die über die Augenflüssigkeit den Blutzucker messen, die über die Augenflüssigkeit bestimmte Hormone messen können, sodass ich halt weiß, wann habe ich einen Eisprung und so weiter. Und dass es dann eine AI gibt, die das alles verknüpft und die mir dann sagen kann, hey, wenn du abends ein Glas Wein getrunken hast, dann werden deine Hormone im Folgezyklus dementsprechend schlechter. Und das eventuell, und ich glaube, dass das eine ganz, ganz große Rolle spielt, noch verknüpft mit der Genetik dahinter. Also, dass man halt gucken kann, welche genetischen Varianten habe ich. Es gibt ja ganz viele genetische Varianten, die einen ganz großen Einfluss auf uns und auf unser Leben haben. Und das dann eben so für einen auswertet, dass man sich optimieren kann. Und welche Vorteile würde das dann bringen? Also welche Vorteile bringt das Biohacking dann? Am Ende, dass es einem besser geht. Also dass man halt mit mehr Energie durchs Leben gehen kann und dass man ja einfach das Gefühl hat, ich bin an dem Grad und in dem Optimum, in dem ich mich gerne bewegen möchte. Diese ganzen Informationen muss ich jetzt erstmal veratmen. Und das geht hier im alten Kurort am Gradierwerk ganz gut. Könnt ihr jetzt auch hier schlafen, so, ja. So ein kleiner Ausflug, gell? Und ich finde, das ist halt auch so wohltuend und so kleine Pausen sollte man sich einfach im Alltag auch öfter gönnen. Ja. Das ist so krass. Ja, aber spannend, ja. Also das gibt's doch schon, eigentlich gibt's das doch schon ewig, oder? Ja, eigentlich ja. Also, viele Methoden des Biohackings sind im Grunde nicht neu, sondern nur zeitgemäß verpackt. Doch das muss ja nicht schlecht sein. Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, sich realistische Ziele zu setzen und sich auch selber mal Zeit für Entspannung und Selbstreflexion zu nehmen. Wann bin ich gut genug? Ich würde sagen, wenn ich mich dazu entscheide, gut genug zu sein, oder?